Also, die Aufgabenstellung ist, ein Trapez zu konstruieren mit den vier Längenangaben A, B, C und D. Die Seiten haben die Längen 9 cm, 4,5 cm, 4 cm und 7 cm. Was mache ich als erstes? Was mache ich als erstes? Wie fange ich da an? Los geht's, Leute, kommt. Genau, die Grundseite A konstruieren wir, ne? 9 cm. Das machen wir doch mal. Ah, Strecke mit fester Länge gibt es hier in GeoGebra. Und dann kann ich einen Punkt wählen, also den hier zum Beispiel, wenn wir den da, dann gebe ich 9 cm ein und wunderbar. Okay, jetzt habe ich die Grundseite mit 9 cm. Wie geht's weiter? Ich habe noch drei weitere Seiten zu konstruieren, B, C und D. Und es soll ein Trapez geben. Ja? Die Aufgabe stammt übrigens aus Bernölken, Gorski und Müller-Philipp, Leitfaden Geometrie. Das ist eine der Aufgaben, die da drin sind, und die lösen wir jetzt mal gemeinsam. Na, was mache ich denn jetzt? Gar nicht so einfach, ne? Geht's jetzt weiter? Eine Parallele zur Strecke AB. Okay, ich könnte Parallele zeichnen, aber wo, durch welchen Punkt denn? Also in welchem Abstand? Wir kennen ja die Höhe des Trapezes gar nicht, ne? Ich weiß gar nicht, in welchem Abstand ich da eine Parallele dazu machen muss. Ah, hier wird vorgeschlagen, sehr schön, auch gleich in Konstruktionsbeschreibungssprech sozusagen. Ein Kreis um A mit dem Radius 7,5 cm. Genau. Also ich habe ja hier, vielleicht könnten wir mal eine Beschriftung noch dazu packen. Ne? Also das ist die Strecke A. Okay. So. Und zu dieser Strecke brauchen wir jetzt, genau, hier ist A, dann B wäre hier irgendwo, C wäre da irgendwo, da kommt D. Also machen wir hier mal einen Kreis um A mit Radius 7,5 cm, weil, können wir auch gleich mal, machen wir es erstmal. So, 7,5. So, irgendwo auf diesem Kreis liegt meine Strecke D, mein Endpunkt der Strecke D. Na, irgendwo 7,5 cm hier herum, keine Ahnung, liegt mein D. Also mein Punkt D, ne, der Endpunkt ist von der Strecke klein d. Jetzt wird noch vorgeschlagen, ein Kreis 2 um B mit Radius 4,5 cm. Das könnte ich auch machen, ne? Das wäre die Länge der Strecke B, die hier irgendwo ist. So, und jetzt sieht man schon, also von hier aus muss irgendwo hier der Endpunkt C liegen. Wo hier, ne? Und es wird wahrscheinlich so sein, dass C irgendwo hier liegt. Dann habe ich da so eine Mini-Strecke 4 und dann liegt hier irgendwo die, keine Ahnung. So, aber
Ich weiß immer noch nicht, wo ist denn jetzt diese Parallele und wo liegen jetzt hier genau die Punkte? Das kann ich gar nicht so genau entscheiden, ne? Vielleicht liegt der Punkt auch hier hinten irgendwo. Könnte auch sein, ne? C liegt hier, D liegt da. Also hier zum Beispiel könnten beide liegen. Ja, Zwischenfrage. Ja, genau. Also man geht üblicherweise nach der kanonischen Bezeichnung vor, hier unten liegt A zwischen A und B, dann kommt der Punkt C, da liegt dann die Strecke klein b dazwischen und so, ne? Genau. Genau, immer wird gegen den Uhrzeigersinn buchstabiert, weil das die mathematische Reihenfolge ist, ne? Gegen den Uhrzeigersinn wird immer bezeichnet in der Mathematik. Ja. Wer hat sich das ausgedacht? Oh, da, keine Ahnung. Gute Frage. Müssen wir mal recherchieren. Irgend so einer, der Uhren nicht mochte. Also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich schon uralt. Also können wir mal recherchieren. Interessiert mich auch, ja. Vielleicht weiß es jemand im Chat oder ich stelle dieses Video stelle ich auch später mal auf YouTube. Vielleicht weiß jemand, wann sich das herauskristallisiert hat. Sind wir für jeden Kommentar dankbar. Okay. Ja. Genau. Wir steichen jetzt in, schneiden in, stechen in einen Kreis ein und machen einen konstruieren einen Kreis mit dem Radius 4 cm. Die Frage ist halt nur, wo soll ich einstechen? Auf welcher Höhe? Ne? Wir haben die Höhe des Trapezes nicht. Steche ich da ein oder da oder da? Keine Ahnung. Passt mal auf. Wir machen mal Folgendes. Ich ändere nochmal die Freigabe. Wir skizzieren mal was. So, ich wechsle mal kurz den Bildschirm. So, wir wollen ein Trapez konstruieren, ne? So ein Trapez sieht, was ist ein Trapez? Ein Trapez ist ein Rechteck mit einem Paar paralleler Seiten. Also, das könnte hier zum Beispiel ein Trapez sein. So. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben einen Kreis um, na, ein, war blöd skizziert, einen Kreis um Punkt A gezogen mit dem Abstand der Strecke, so, mit dem Abstand der Strecke, der Länge der Strecke D, um irgendwo rauszukriegen, wo kann der Punkt D überliegen und wir haben einen Kreis gezogen um den Punkt B, um rauszukriegen, wo könnte C überliegen. So. Die Frage ist nur, wie kommen wir auf diesen Punkt oder auf diesen Punkt? Wo liegt der jetzt auf dem Kreis? Wir kennen die Länge dieser Strecke hier, die ist in unserem Fall 4 cm. Das hilft uns aber nicht viel, glaube ich. Weil es schwer zu konstruieren ist. Den Schnittpunkt der Kreise gibt vielleicht gar keinen Schnittpunkt. Wir vorgeschlagen der Schnittpunkt der Kreise. Aber guck mal, die beiden Kreise zwischen A und B, um A und um B, die haben gar keinen Schnittpunkt in dem Fall. Sieht jemand, können wir uns eine Hilfslinie einzeichnen? Die uns eventuell dabei helfen könnte. Sieht's jemand?
Okay, pass mal auf, ich gebe euch einen Tipp, ich zeichne mal was ein und dann sagt ihr wieder, was ich da gemacht habe, warum mir das hilft. So, jetzt seid ihr wieder dran. Na, noch jemand da? Was habe ich denn jetzt hier einskizziert? Was könnte mir das helfen? Naja, ich habe ein Parallelogramm da reingezeichnet, ne? Wie lang ist denn die Strecke hier unten? Die ist natürlich 4 cm, ne? Weil sie parallel ist zu der Strecke C, klein c. Ne? Und die rote Strecke, die ich eingezeichnet habe, hat die Länge d. Ich habe einfach von A aus die gleiche Strecke abgetragen wie von D nach C parallel dazu und schon habe ich da ein Parallelogramm drin. Was ist also jetzt die Konstruktionsidee? Wie finde ich den Punkt C, wenn ich erstmal nur die Strecke klein b konstruiert habe? Nee, ich habe die Strecke klein b gar nicht konstruiert, sondern ich habe nur um b, groß b, um Punkt b einen Kreis gezogen mit dem Radius klein b. Was muss ich jetzt machen? Na, ich muss auf der Strecke AB eine Strecke der Länge 4 cm abtragen, dann hier einstechen und einen Kreis um diesen Punkt herum machen, nennen wir mal E, mit Radius d. Und wo die beiden Kreise sich dann schneiden, dort ist der Punkt C. Kommt, wir machen es mal in GeoGebra. So, vielleicht löschen wir noch mal diesen Kreis hier. So, okay. Also, wir haben einen Kreis gezogen um den Punkt B mit dem Radius klein b. Jetzt tragen wir den Abstand 4 Zentimeter, die Länge 4 Zentimeter, die eigentliche Länge der Strecke C ist, hier unten ab. Das machen wir natürlich am besten wieder mit dem Kreis. Durch einen Punkt und Radius 4 cm. So, jetzt bilde ich einen Schnittpunkt oder konstruiere den Schnittpunkt von Kreis und Strecke AB. So, okay. Das ist jetzt die Unterseite meines Parallelogramms, deren Oberseite die gesuchte Strecke klein c ist von meinem Trapez. Und jetzt konstruiere ich um c einen Kreis mit der Länge d, mit Radius d. Also hier Kreis 7,5 Zentimeter. Bäm. Und jetzt habe ich hier den Schnittpunkt der beiden Kreise
Und der ist der Punkt C. Ja, C habe ich schon, warte mal, ich muss jetzt mal die Punkte hier umbenennen. Den haben wir vorhin E genannt hier, glaube ich. Ne? Und dann nehmen wir den hier C. So, okay. Ja, also ich denke mir hier ein Parallelogramm hinein. Ich denke mir hier ein Parallelogramm hinein. Hier ist die Länge D, die Strecke D. Hier ist auch die Strecke D. Und dann ist hier gegenüber meine Strecke C, meine Seite C, die ja den Endpunkt C hier hat. Also C hat den Abstand jetzt 4,5 cm von B, weil es auf diesem Kreis liegt, und hat den Abstand 7,5 cm von E, weil das die Parallelogrammseite ist. Das Ganze machen wir jetzt mal auf der anderen Seite. Ne? Also wir ziehen jetzt um A einen Kreis mit dem Radius 7,5 cm, um einen Anhaltspunkt für den Punkt D zu haben. So, müssen wir immer guten Überblick behalten, muss der. Und jetzt müssen wir von B in die andere Richtung mit 4 cm gehen, um das Parallelogramm zu konstruieren. Ne? Ich mache mal diesen Kreis hier farbig, damit wir den im Auge behalten. Den mache ich mal rot. Das ist nur der Punkt D rot, das wollte ich nicht. Ist egal. Nee, ich wollte keinen Punkt D rückgängig. So, ich will diesen Kreis hier haben. So, den will ich mal kurz farbig machen. Okay. Und jetzt, vielleicht schauen wir uns das noch mal in dem anderen Bild an. Also, wir wollen jetzt den Punkt D haben. Das heißt, wir haben schon einen Kreis gezogen um A mit Radius D. Den habe ich gerade rot gefärbt. Vielleicht zeigen wir den rot hier. So. Jetzt konstruiere ich von B aus auf der Strecke AB eine Strecke der Länge 4 cm, also der Länge der Strecke C. Mache ich vielleicht auch mal in rot. Das ist jetzt nicht die gleiche. Ich komme nicht unbedingt bei Punkt E raus. Ne? Muss ein bisschen aufpassen. Jetzt in diesem Fall ist es vielleicht fast E, aber vielleicht ist es auch ein bisschen hier drüben oder so. Also es muss nicht der gleiche Punkt sein. Ne? Also A, B ist ja nicht unbedingt 8 cm lang, sondern da lande ich woanders. So. Und jetzt ziehe ich einen Kreis um E mit dem Radius klein b, um was zu erzeugen? Dieses Parallelogramm. Das Parallelogramm FBCD. Das Parallelogramm FBCD hilft mir dabei, den Punkt Groß D zu konstruieren. Also jetzt konstruiere ich um B einen Kreis mit dem Radius 4 cm. Welcher war das jetzt? Ah, der innere, okay. Also nochmal. Brauche ich den Schnittpunkt des Kreises mit der Strecke AB, damit ich
weiß, ah ja, wo ist das? Den haben wir bei F genannt, den Punkt, den benenne ich jetzt nochmal um. Okay, so, und jetzt brauchen wir von F einen Kreis mit Radius 4,5 Zentimeter, nämlich der Länge von B. Radius 4,5 Zentimeter um F herum. Den machen wir auch mal rot, damit wir den erkennen, welche beiden Kreise brauchen wir. Jetzt haben wir so viele Kreise hier, ne? So, diese beiden Kreise schneide ich jetzt und man sieht schon, es läuft auf das Trapez hinaus, ne? Hier habe ich jetzt meinen Punkt D und jetzt brauche ich nur noch die Punkte A, B, C und D zu verbinden und schon habe ich mein Trapez konstruiert. Ja, gibt es Fragen von eurer Seite zu der Aufgabe? Ja, die Frage war, wie ist nochmal der Kreis H zustande gekommen? Ich wechsle nochmal in die Skizze. Muss ich immer parallel in Zoom und Twitch machen. So, okay. Wir haben Folgendes konstruiert. Das blaue Parallelogramm, das ich jetzt gleich blau einzeichnen will, das hier. Dieses Parallelogramm. Wir sind von B aus 4 cm zurückgelaufen auf der Strecke AB. Na, dann ist diese Strecke und die Strecke klein c oben sind gleich lang und parallel mit der Länge 4 cm. Dann haben wir den Punkt F gefunden. Und dann haben wir ein F eingestochen und einen Kreis mit Radius B gezogen, um das Parallelogramm, das in dem Trapez drin ist, zu konstruieren. Und dieser Kreis um F mit dem Radius B schneidet den Kreis um A mit dem Radius D.